Meine lieben Zuschauer, Moment, ich mache die Kamera noch ein Ticken höher. So, das ist ein bisschen da oben knapp mit meinem Köpfchen. Und wenn ich da ein bisschen hochgehe, sind wir aus dem Bild. Herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Underground 2 in Part Nummer 9, wenn das alles so stimmt, was ich hier rechts bei meinen Zahlen stehen habe. Erstens wollen wir weiter nach Shops suchen. Zweitens versuchen wir natürlich, versteckte Rennen mitzunehmen, wenn wir sie finden, auf jeden Fall. Und ich würde ganz gerne nochmal zum Lack- und Dekor-Shop. Jetzt ist da auch gerade einer ganz in der Nähe. Denn ich würde ganz gerne nochmal bei den Vinyls reinschauen. Da hatten wir am Anfang irgendwas drauf gemacht und haben das jetzt seitdem drauf, aber warum nicht da nochmal vorbeischauen und gucken, ob wir da nicht ein bisschen was ändern wollen oder ob wir vielleicht mal auf die Scheiben ein paar Decals machen wollen. Ja, deswegen wollte ich mal eben zum Lack- und Dekor-Shop und dann machen wir weiter mit unserem Gedöns, was wir so machen möchten. So, den Standardlack ändern wir ja nicht. Carbon-Spoiler können nicht lackiert werden. Übrigens, da kam auch ein Hinweis, wie ich mein Auto anders angucken kann. Dankeschön für den Hinweis, das geht mit dem Mausrad. Also sehr nett. So, also fette neue Felgen haben wir auf jeden Fall. Das finde ich ja schon mal sehr schön. Die gefallen mir richtig gut eigentlich, muss ich sagen. Motorhaube war, also eigentlich die einzigartigen Teile sind manchmal ein bisschen übertrieben. Und die Motorhaube zum Beispiel finde ich ein bisschen übertrieben eigentlich. Aber die Felgen, muss ich sagen, gefallen mir eigentlich ganz gut. Ja, aber deswegen sind wir nicht hier. Ich wollte reinschauen in die Vinyls, nee, in die Decals wollte ich gucken. Hier findest du jede Menge Sponsorenaufkleber. Lass die Zuschauer wissen, welche Marken in deinem Monster lauern. Ja, welche Marken lauern denn in unserem Monster? Ich weiß es gar nicht so genau. Was hatten wir denn für einen Sponsor gewählt eigentlich als zwei? Alpine haben wir doch, ne? Dann haben wir halt vorne und hinten. Ich mag auch eigentlich das Design von denen ganz gerne. Wenn ihr euch zurückerinnert, bei Underground 1 hatten wir diesen 1240 SX mit dem Rot und dem Schwarzen. Der hatte immer dieses fette Alpine auf der Seite und das sah eigentlich mega cool aus. Also ich finde das Design von diesem Logo eigentlich ganz cool, deswegen passt es ja auch. Und das hat noch gefehlt auf unserem Auto hier. Ich meine, es bringt bei der Sternewertung 0,1, also deswegen muss man es nicht machen, aber wenn schon, denn schon, ne, alle sollen sehen, wer uns gesponsert hat hier. Und dann machen wir noch Edelbrock mit drauf, die waren ja vorher unser Sponsor, aber dann machen wir es andersrum, dann machen wir unten Alpine und oben Edelbrock, dann sehen wir sozusagen, haben wir eine Auflistung unserer ehemaligen und momentanen Sponsoren. Finde ich gar nicht so schlecht. Edelbrock. Haben übrigens auch viele geschrieben, was das für eine Firma ist, irgendwas Amerikanisches mit Ansaugsystemen und so. Kennen tatsächlich einige von euch, oder ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch gegoogelt, aber fand ich ganz cool. Jetzt wissen wir also auch, was Edelbrock ist. Also, oben machen wir wieder Edelbrock. So, also viele Optionen haben wir hier noch nicht. Wahrscheinlich müssen wir dafür erst noch einen weiteren Lack- und Dekor-Shop finden oder so. An sich bin ich ja immer für eine farbliche Abwechslung. Vor allem, weil ich es mag einfach, dass wir verschiedene Sachen fahren und nicht immer dasselbe. Also, man könnte auch mal weiß machen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Aber dann müssten wir natürlich das Neon und so dann auch ändern. Wir müssen natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass wir momentan nur drei Neonfarben haben, die alle sehr extrem sind. Ein sehr krasses Rot, ein sehr krasses Grün und ein sehr krasses Blau. Das heißt, auch wenn ich weiß und diese Felgenfarbe schon ganz geil finde, wird wahrscheinlich kein Neon dazu passen. Insofern müssen wir vielleicht so ein Design nochmal auf später verschieben. So schade das auch ist. Ich hätte ja Bock drauf, aber gut. Oder zum Beispiel auch Orange ist geil, aber da passt auch wieder kein Neon gut zu. Das Blau noch am ehesten, aber das ist auch ein zu krasses Blau, als dass das dann gut aussehen könnte. Also ich glaube, die extremen Farbkombinationen müssen wir uns aufbewahren für später im Spiel, wenn wir noch mehr Neon-Möglichkeiten und so haben. Das passt doch. Haben wir das überhaupt als Sponsor? Ja, oder? Ich war mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, was wir da eigentlich gewählt hatten. Versteckte Shops. Warte mal, hier können wir mal ganz kurz. Also im Stadtkern haben wir schon 5 von 5. Ein Shop fehlt noch in Beacon Hill. Und zwei Shops haben wir jetzt noch in dem neuen Gebiet. Jackson Heights, da haben wir noch gar nichts freigeschaltet. Okay. So, dann haben wir noch DVDs, die wir uns abholen können. Ja, genau. So, was machen wir denn jetzt? Was ist auf unserem... Also, wie gesagt, bei mir war auf dem Plan Shop. Secret Races kann man sich natürlich schlecht vornehmen, weil das muss halt kommen, ne? Wir müssen mal Glück haben und mal welche sehen. Und dann machen wir die. So, jetzt haben wir hier links auf jeden Fall schon mal ein Rennen. Das ist jetzt gerade einfach hier in der Nähe, deswegen machen wir das mal eben. Einfach, weil es hier jetzt auf der Karte gerade als nächstes zu sehen war. Fahren wir jetzt dieses eine Rennen hier. Das müsste ja dann Street Cross sein wahrscheinlich, oder? Hey, blau war Street Cross, glaube ich. Ja, 350, yo, fette Street Cross am Start. Bist du cool, dann mach mit. Los, trau dich, hol die Kohle raus und stell dich hinten an. Ei, ein fetter Hyundai Coupé auf jeden Fall dabei. Mazda MX-5 und Eclipse natürlich. Eclipse haben wir oft dabei. So, wir merken uns, ne, wie beim letzten Mal. Wir fahren bei den Street-Cross-Rennen schön außen in die Kurve. Das hat gut funktioniert. Während die nämlich alle sowas machen da hinten, die fahren alle in die Wand, nehmen wir einfach die Kurven schön rund. Guck mal, die kriegen es einfach nicht hin. Die kriegen es einfach nicht hin. Die fahren ganz innen in die Kurve rein und kriegen es nicht gebacken. Und wenn wir die Kurven so schön nehmen, schön von außen, dann sollten wir das gewinnen können. Jetzt ist natürlich einer gerade weit vorne und will uns das Gegenteil beweisen, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, er schießt aber wirklich gut schnell da vorne um die Kurve. Respekt, Respekt. Der macht das gar nicht schlecht dahin. Die da hinten ballern schon wieder in die Wände. Das können sie gut.
Und es wird auch mit dem einen da vorne, das wird eng werden. Der ist gut unterwegs, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden, wie wir fahren. Ja, der MX-5 hat auch gutes Handling, wie mir scheint, aber wenn wir da noch ein bisschen rankommen, dann gewinnen wir das auch. Der hat sich nochmal die Wand mitgenommen da. Eine Runde haben wir ja auch noch. Also eigentlich sollte man das noch gewinnen können, wenn wir keine Fehler machen. So, und damit haben wir den. Ja, der fährt voll gegen die Wand und wir überholen. Da muss ich mich kurz konzentrieren, dass wir das auch richtig machen, aber das hat funktioniert und damit sind wir vorne. Wenn wir jetzt keine blöden Sachen machen, dann sollten wir das eigentlich gewinnen können hier. Und das im ersten Versuch. Da bin ich sehr zufrieden. Immer wenn wir ein Rennen im ersten Versuch gewinnen, muss ich sagen, bin ich insgesamt sehr zufrieden, weil wir wirklich in diesem Projekt hier schon sehr viele Rennen mehrfach fahren mussten. Das war auf jeden Fall bei Underground 1 nicht so krass, aber hier auf jeden Fall. So, ich denke, wir sollten sogar ein bisschen Ruf kriegen. Ja, 200. Immerhin. Das hat auch schon gut geklappt. So, wir kriegen direkt eine Nachricht. Da kriegen wir was Neues hier. Betreff Scheinwerfer. Lass Freund und Feind wissen, wer da angerollt kommt, indem du deinen Wagen mit neuen Lampen auslöst. Aktuelle Farben jetzt in jedem Spezialteil. Ach, jetzt können wir die Lampen färben. Und mach mir aus deinem Wagen neue Carbon-Spiegel, Carbon-Spoiler und Dach-Spoiler sind jetzt in allen Karosserieshops erhältlich. Ja, nice. Also Karosserieshop brauchen wir und Spezialteile-Shop brauchen wir. Das heißt, wir fahren erstmal eben zum Karosserieshop vorbei, der ist ja in der Nähe. Neue, was hat sie gesagt? Carbon-Spoiler oder was? Warte mal, da müssen wir wahrscheinlich auf Carbon gehen oder was, ne? Carbon. Carbon-Motorhauben, Carbon-Spoiler. Hier, Carbon-Spoiler. Oh yes. Das ist natürlich sehr Geschmackssache. Also, sie bringen ein bisschen mehr bei der Bewertung. Und eigentlich muss ich sagen, mag ich die normalen lieber. Die sind auch scheiße teuer. 1000 kosten die. Was kosten die Carbon-Dachspoiler? 750. Auch ziemlich teuer. Also generell kann man sagen, Carbon ist beliebt. Wenn wir alles in Carbon machen, dann kriegen wir auf jeden Fall optische Bewertungen nochmal ordentlich dazu. Ich meine, weil wir natürlich auch die Cover noch machen wollen, sollten wir das vielleicht tun. In den sauren Apfel beißen. Und richtig Carbon gehen. Carbon-Motorhaube, Carbon-Spoiler, Carbon alles. Einfach für die Wertung. Also, wir nehmen, okay, 500, zack. Notfalls müssen wir uns das Geld halt wieder neu besorgen. Wir machen das, wir machen das. Carbon-Jetstream oder nehmen wir Carbon... Wir nehmen mal den hier, wir nehmen mal Carbon Blastback. Wir machen mal wieder ein bisschen Abwechslung. Also es bringt uns halt auch wieder in der Leistung, nicht in der Leistung, aber in der Optik ein bisschen nach vorne. So, und den Spoiler wechseln wir auch noch. Also Spoiler haben wir richtig Geld rausgeballert, vor allem weil der schon wieder 1000 kostet. Warte mal, was bringt der uns? 0,1. Naja. Machen wir natürlich trotzdem. Was das für ein Teller ist da hinten, da kannst du ja wirklich, kannst du drin baden gehen, so groß ist das Ding, meine Güte. Das ist mir dann einfach zu viel des Guten. Also wir haben natürlich jetzt wieder zu viel Geld eigentlich ausgegeben. Und wir haben auch eigentlich zu viel Carbon am Auto. Aber es ist worth it und wir kriegen mehr Bewertungen dazu. Und wir wollen einfach in der Bewertung möglichst hoch, weil wir ja noch ein paar Cover haben, auf die wir drauf wollen. Ja, kann man schon machen, Carbon-Spoiler. Ist, ja, kann man machen. Ist okay. Wir wollen noch neues Licht haben wir, neue Lampen haben wir. Da wollen wir auch mal schauen, was wir da freigeschaltet haben. Wahrscheinlich so gelbes Licht, grünes Licht und so weiter. Einfach mal vorbeigucken. Wenn wir jetzt hier eben noch unsere Spezialteile holen, können wir auch direkt hier die Rennen machen, die hier in der Nähe sind. Würde sich ja anbieten, aber erst einmal hier zum Spezialteile-Shop. Wir machen alles für die Sterne, wir machen alles für die Sterne. Man kann auch, wenn man möchte, sich einen Extrawagen nehmen, zum Beispiel, wir haben ja den Cadillac noch. Da haben wir jetzt auch noch neue, die bringen uns auch nochmal 0,04 dazu. Also rote Scheinwerfer, blaue Scheinwerfer, grüne Scheinwerfer, violette Scheinwerfer und gelbe Scheinwerfer. Also ich würde sagen, dann nehmen wir blau. Die finde ich eigentlich, die sind einfach so ein kaltes Licht, Scheinwerferlicht, das geht schon. Ansonsten dürften wir hier wahrscheinlich noch nichts Neues haben. Doch, wir können... Ach, das bringt uns auch nochmal ordentlich was, ne? Wir können hier im Kofferraum noch Kofferraum-Einbau Stufe 1 machen. Bringt uns von 3,36 auf 3,51. Wir machen alles, was uns irgendwie optisch nach vorne bringt. Und damit können wir nochmal... Ach ja, wenn wir jetzt hier noch... ja, wenn wir jetzt hier noch Anlage reinbauen, dann kriegen wir sogar noch... Okay, also Nitro-Flasche gerne. Kostet auch wieder Geld, aber wir machen alles für die Sternewertung. Ja, möglichst hoch. Wir wollen Richtung 4 Sterne, 5 Sterne. So, guck mal, hier können wir sogar mit Alpin-Zeichen drauf. Dann kommen wir auf 3,67. Spinner könnten wir auch drauf bauen, aber die bringen uns eher noch zurück. Da bin ich froh. Da bin ich froh, dass die uns nicht nach vorne bringen in der Wertung, sondern nach hinten. Weil wir haben eigentlich ziemlich geile Felgen und Spinner sind nicht so meins. So, wenn wir wollten, könnten wir auch schon Stufe 2 Hydraulik einbauen. Dann wären wir schon bei 4,07. Also der Wagen wäre dann schon bei 4 Sternen. Das ist natürlich alles teuer. Nitro-Entlüftung geht jetzt auch schon. Hat uns keiner erzählt, dass wir das jetzt können, ne?
Nitro nur auf der Haube ist natürlich auch geil, so nach oben weg. Bringt uns, er kostet nur 100, bringt uns auf 3,77. Also wie gesagt, wir machen gerne alles Richtung mehr Sterne. Also ich meine, dass uns die Hydraulik nicht irgendwie in der Fahrweise einschränkt. Ich glaube, das ist wirklich eine rein optische Sache. Und die würde uns halt wirklich auf 4,17 bringen. Kostet aber auch 1.100, das ist schon ziemlich teuer. Aber wenn wir halt committen, dass wir wirklich Sterne holen wollen, dann sollten wir das trotzdem machen. Insofern bauen wir jetzt auch noch Stufe 2 Hydraulik ein für 1.100. Und sind dann bei 4,17 Sternen. Dafür kriegen wir natürlich dann auch bei den Covern, die wir noch holen können, auch mehr Geld. Das heißt, ein bisschen rentiert sich's auch wieder. Aber nur ein bisschen. Das komplette Paket. Also was ich meinte, man kann natürlich auch den Cadillac nehmen und den so richtig reißen. Das heißt, wir bauen da alles an Optik rein, einfach nur mit dem die Cover zu machen und lassen unseren Wagen recht simpel. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, auch den echten Wagen, den man wirklich fährt, zu tunen. Und jetzt können wir theoretisch, wartet mal, Hydraulik benutzen und sogar mit der Hydraulik hüpfen, glaube ich. Wartet mal. Jetzt können wir mit der Hydraulik auch hüpfen. Okay. Und da kriegen wir sogar Nitro für, wenn wir mit der Hydraulik springen. Also das ist so richtig funny stuff dann. Oh Gott, jetzt geht's nicht mehr aus. Wartet mal. Wie mache ich das wieder aus? Ich will nicht mehr hüpfen. Mein Auto hört nicht mehr auf zu hüpfen. Okay, jetzt ist wieder aus. Also das ist so richtig lustiges Tuning. Aber ich meine, ne, wenn es uns in der Sternewertung nach vorne bringt, dann gerne. So, wir haben hier einen Sprint. Dann fahren wir erstmal Sprintrennen und danach den Drift. Hey, sieh mal her, der Sprint geht gleich los. Kannst noch mitfahren, wenn du das Kleingeld dafür hast. Mach deinen Einsatz und du kriegst die Streckenkarte per SMS von mir. Es wird nicht besser. In jedem Rennen... Ach, jetzt haben wir unsere Nitro-Entlüftung oben auf den, vorne auf dem Motorhaube an beiden Seiten. Sieht aber eigentlich ganz cool aus, muss man sagen. Es wird nicht besser. Wir haben in jedem Rennen Nissan Skyline dabei. Und ich will auch einen haben. Und wir dürfen ihn nicht fahren. Und jedes Rennen haben wir einen Skyline dabei, der mich triggert, mit dem ich gerne fahren wollen würde. Ist das asozial vom Spiel? Oder ist das asozial vom Spiel? So, den Skyline werden wir jetzt einfach mal eben hier ein bisschen drangsalieren. Der kann ruhig nach hinten. Tschüss und ab geht's. Weil der ist eigentlich der stärkste Gegner meistens. Und deswegen kann der gerne mal nach hinten. So, schönes kleines Sprintrennen. Drittel haben wir schon. Dürfte eigentlich zu gewinnen sein. Und wenn wir uns da nicht allzu blöd anstellen, dürfte das sogar im ersten Versuch zu gewinnen sein. Achtung, steile Linkskurve kommt. Ja, hat nichts gebracht, die Warnung, wir sind trotzdem mit der Wand, aber ist egal. Wir sind immer noch vorne, alles gut. So, wir holen uns natürlich immer schön die Nah-Vorbeis. Na gut, der war ein bisschen sehr nah vorbei. An sich versuchen wir das aber schon, damit wir dann immer hier das Nitro wieder auffüllen. Böse Kurven hier, Mann. Ist auch eine neue Strecke, wo wir noch nicht waren. Und jetzt kommt da einer ran hier, aber den werden wir direkt mal ein bisschen zur Seite drängen. Das sehe ich gar nicht ein, dass der uns überholt. Ich kämpfe mit harten Mitteln, ich weiß, aber das machen die genauso. Also, ganz ehrlich, wenn man ein bisschen dieses Spiel spielt, dann gewöhnt man sich das an, so zu fahren wie die KI. Und die machen das ja nicht anders. Die drängen auch und schubsen und fahren unfair. Und genauso machen wir das dann eben auch. Aber das sollte schon für einen Sieg hier beim ersten Versuch reichen. Das finde ich doch super. Wie findet der Walle das? Super findet der Walle das. Aber leider kein Ruf, dafür war es ein bisschen knapp. Schade. Man kann nicht alles haben. So, jetzt haben wir wieder was Neues. Direkt aus Übersee eingetroffen, die neuesten anpassbaren ECU-Steuergeräte und jetzt bei allen, sind jetzt bei allen Tuning-Shops und bei Megaloparts lieferbar. Ja, das ist natürlich nett jetzt vom Game. Jetzt haben wir gerade Geld rausgegeben für so unnötigen Scheiß wie Hydraulik und Nitro-Entlüftung. Und jetzt kommen sie mir mit neuen Leistungsteilen und dafür haben wir dann kein Geld mehr oder so, ne? Na gut, wir fahren hier noch den Drift. Na schön, feiern wir eine kleine Party. Kannst bei dem Drift hier mal zeigen, was du so drauf hast. Weißt ja, wie es geht. Ja, hoffe ich, dass ich das weiß. Dafür werde ich aber direkt mal wieder die Steuerung auf manuell und auf Stabilitätskontrolle ausstellen. Das hat sich in der Vergangenheit eigentlich als ganz hilfreich erwiesen. Deswegen machen wir das jetzt immer. Und dann lasse ich die erstmal ein bisschen fahren. Komm, wir lassen die erstmal ein bisschen vorfahren. Weil die sind mir immer im Weg. Die sind mir immer im Weg. Und im Endeffekt kann ich besser driften, wenn wir alleine driften. Wir haben inzwischen ja auch ein bisschen mehr Leistung. Jetzt haben wir natürlich noch neues ECU freigeschaltet. Das heißt, eigentlich müssten wir den Drift dann... Oh, ist das schade um die 10.000 Punkte. Fuck. Die hätte ich gerne mitgenommen. Das heißt, eigentlich sollten wir den Drift erst machen, wenn wir uns das Steuergerät geholt haben. Aber ist egal. Das sollte eigentlich auch so zu schaffen sein. Ich gucke jetzt extra mal nicht oben rechts. Ich weiß nicht, was für ein Platz wir gerade sind. Ich hoffe einfach, dass es reichen wird. Und ich versuche noch so viele Punkte wie möglich zu holen.
Es könnte jetzt nämlich ganz knapp sein gerade, oder es könnte auch schon ganz eindeutig eine Niederlage oder ein Sieg sein, ich weiß es nicht. Ah, okay, wir sind Zweiter. Mit 65.500 zu... Oh, nein! Einmal am Ende noch ein bisschen querer stellen und du gewinnst das ohne Probleme. Wir hätten das ohne Probleme gewinnen können. Vielleicht hätte ich nachgucken sollen, dann hätte ich mich noch ein bisschen reingelegt und hätten wir es locker geschafft. Schade. Tschüss, viel Spaß, Jungs. Kabbelt euch nicht zu doll. Na gut, also diesmal werde ich auch auf die Punkte gucken. Ich dachte so, vielleicht wird es gerade so reichen oder so. Einfach mal nicht gucken, ist spannender. Aber das hätte ich natürlich, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es noch geschafft. Da bin ich mir sicher. Da hätte ich mich richtig ins Zeug gelegt nochmal. Ah, gut, oder hätten wir den einen Zehntausender nicht in die Wand gesammelt, dann hätten wir auch locker gewonnen. Das war auch dumm, den einen Zehntausender an die Wand zu setzen. Schade eigentlich, ne? Na gut, aber diesmal werden wir es hinkriegen. Man muss auch gar nicht so wirklich die Handbremse benutzen bei dem Wagen. Es reicht eigentlich, einfach ein bisschen mit Gas und Bremse zu spielen, ein bisschen das Orangene mitzunehmen und dann wird das schon klappen. So, was hatten wir eben für Punktezahlen? 65.000 hatte der Erste, ne? Oder wir hatten 65.000, der Erste hatte 66.000, irgendwie sowas. So, wir nehmen noch mal ein bisschen Hochtempo-Drifts mit. Die sind am wichtigsten, die bringen am meisten Punkte. Wenn man schön schnell ist, kriegt man am meisten Punkte. So, jetzt sehe ich aber da oben schon so Zahlen wie 75.000. Das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Nach eben hatte der Beste 66.000, jetzt sehe ich da oben schon 75.000. Das ist das, was ich beim Driften meinte. Das Driften ist komplett mit Glück behaftet. Guck mal, eben hätten wir gewonnen mit 67.000. Jetzt haben wir 74.000 und sind trotzdem Zweiter, weil der Erste einfach 90.000 gemacht hat. Driften ist komplett random und komplett Glück, ich sag's euch, Mann. Es ist egal, du kannst mit 50.000 gewinnen, du kannst mit 100.000 verlieren. Beides ist möglich. Das ist das Driften in diesem Spiel, ganz ehrlich. 74.000 war ein gutes Ergebnis. Wie gesagt, beim ersten Mal wäre das easy peasy der erste Platz gewesen. Aber wenn er dann einfach 90.000 holt, dann wird das auch der zweite Platz. So, wir machen mal so ein paar Kettendrifts hier, die sind auch nicht schlecht, die bringen natürlich auch schön Punkte. Insgesamt, oh ja, der war auch wieder schön hier, der Drift. Also, wir müssen wirklich damit rechnen, dass wir 100.000 Punkte brauchen können auch. Das hat uns das gerade eben gezeigt. Der hatte 90.000 erreicht, da braucht er nicht mehr viel, dann braucht er 100, dann hat er 100.000. Also, die 66.000 beim ersten Versuch waren noch gnädig. Ich hätte einfach beim ersten Versuch schon auf die Zahlen gucken sollen, dann hätten wir das schon gewonnen und easy first try. So müssen wir uns jetzt damit rumprügeln hier. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, der Versuch hier läuft schon gar nicht so schlecht. Oh, die driften auch auf der Geraden richtig viel, die Kollegen hier. Aber den hat er in die Wand gesammelt, das habe ich genau gesehen. So, er schubst uns nochmal ein bisschen, das bringt uns nochmal ein bisschen Punkte. Momentan sind wir sogar Erster. Das wäre also eine gute Chance. Und der Erste ist schon im Ziel. Das heißt, wenn die jetzt nicht noch zu viel geholt haben und wir holen noch ein bisschen was, dann gewinnen wir das. Ja, das sollten wir eigentlich gewonnen haben diesmal. War unsere beste Runde mit 77.000, aber im zweiten Versuch wäre es halt trotzdem wieder Zweiter gewesen. Also es ist halt Glückssache. So, 350, 100 Ruf. Weiter geht's. Wir haben eine neue Nachricht. Frisch von der letzten Tuning-Messe kommen jetzt die neuesten Frontscheinwerfer. Hol sie dem Karosserieshop deines Vertrauens. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, jetzt haben wir die Originalen ja drauf und ich bin eigentlich zufrieden mit denen. Es könnte aber natürlich sein, dass neue nochmal mehr Sterne bringen. Also zumindest reinschauen sollten wir. Wir schauen aber jetzt ganz erstmal kurz schauen wir jetzt hier zum Megalow-Parts. Ob wir da nicht ECU uns schon leisten können oder ob das zu teuer ist für uns. Wir haben ja 10.000, eigentlich müsste damit was drin sein. Rüste auf, indem du das Seriensteuergerät gegen einen Tuning-Chip austauschst. So, Standard haben wir alles drin und jetzt kommt das Profi-Paket. 1.200 kostet das mit dem Rabatt Leistungschip und Hochleistungsbenzinpumpe und das bringt uns nochmal Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Das heißt, die 1.200 nehmen wir auf jeden Fall mit. So, das heißt, wir haben jetzt ECU Stufe 2, aber ansonsten haben wir noch nichts Stufe 2 freigeschaltet und alles andere haben wir. Und wieder mehr Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit, da bin ich doch sehr zufrieden mit.
Dann geht es für uns jetzt erstmal wieder zum Tuning-Shop. Also wir fahren hier wirklich von Rennen zu Rennen und dann zu Tuning-Shop, zum Tuning-Shop zurück. Aber das ist ja ordentlich, das wollen wir ja. Dafür fahren wir ja die Rennen, damit wir Teile kriegen, die wir einbauen können. Optik muss her, Leistung muss her, beides haben wir gerne. Beides bauen wir rein. Und inzwischen macht der hier eine richtig flotte Sohle. Man sieht es auch im normalen Stadtverkehr schon. Wir kommen viel schneller von A nach B inzwischen. So, was hat sie uns gesagt? Was haben wir neu? Neue Frontscheinwerfer hat sie gesagt, ne? Warte mal, die alten bringen uns 0,1 und die neuen bringen uns 0,2. Oh ja, so richtig schläfrige Augen hier. Das passt so ein bisschen eigentlich, weil sonst hat er diese offenen Augen und hier ist es so, als wäre er ein bisschen high oder ein bisschen müde. Oh, das ist ja cool. Das finde ich richtig nice gemacht. Wir können die originalen Klappdinger nehmen quasi mit neuer Optik und kriegen dann sogar noch 0,2 dazu. Das finde ich richtig cool, dann nehmen wir die natürlich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die wären alle eingelassen. Nein, aber wir können tatsächlich Klappscheinwerfer haben und trotzdem gute Wertung. Perfekt. Was will man mehr? Was will man mehr? Das ist doch genau das, was wir wollen. Ja, geil. So, und ich finde, jetzt haben wir auch wirklich langsam ein bisschen genug Optik von den Sternen her. Wir sind jetzt bei 4, noch was und das reicht mir erstmal, um mal wieder hier ein Cover zu machen. Wir wollten das halt noch nicht machen mit den zwei Sternen, die wir da hatten, aber jetzt können wir das so langsam mal machen hier. Underground Speed Zone ist abgedreht und du bist auf der DVD dabei. So, wir protzen ein bisschen. Ja, die Perspektive, oder wollen wir den Wagen noch ein bisschen bewegen? Warte mal, was wollen wir denn im Hintergrund haben? So, das sieht doch eigentlich ganz cool aus hier mit dem Hintergrund. Okay, Foto machen. Ja, herrlich. So, wir sind auf Speed Zone. Unzensiert, watch the pros install hydros on these sick rides. Widescreen Edition, das ist sogar die Widescreen Edition, das musste man damals bei DVDs noch dazu schreiben. 937, also es hat sich gelohnt, die Sternewertung vorher noch ein bisschen höher zu machen. So, die Frage ist, was machen wir jetzt noch? Wollen wir noch ein Rennen fahren? Gibt's sonst noch irgendwas? Gibt's vielleicht hier irgendwelche versteckten Rennen oder gibt's noch irgendwelche Shops hier, die wir noch nicht haben oder so? Einfach nochmal ein bisschen umgucken in der Umgebung. Ansonsten würde ich noch ein Rennen von, da ist auf jeden Fall ein Rennen zum Beispiel, ist das, ach, und hier liegt auch Geld. Ist das ein offizielles Rennen? Ach, das ist schon ein verstecktes Rennen. Ja gut, dann nehmen wir das. Ist zwar ein Rundkurs, ich mag die nicht so, aber versteckte Rennen nehmen wir gerne. Vor allem für die 850. 4 Kilometer, meine Güte. Hey du da, du bist nicht von hier. Macht aber nichts. Wir fahren ein kleines Rundkursrennen. Wirf die Scheine rüber und wir schicken dir die Streckenkarte als SMS. Du hast 2 Sekunden, um dich zu entscheiden. 1, 2, ich mach mit. Und jetzt. Oh Leute, heute ist aber zu viel des Guten hier. Jetzt aber bitte. Jetzt aber bitte. Diesmal haben wir auch keinen Nissan Skyline dabei. Ja, Spielabstürze hin und her. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das gehört einfach bestimmt zum Schwierigkeitsmodus schwer dazu. Ich wette, dass auf schwer kommt neben schweren Gegnern Verkehr, der in deinen Weg fährt und sonstigen Sachen, kommt dann noch dazu, dass das Spiel ab und zu sich aufhängt in den Rennen, damit du noch mehr Versuche fahren musst. Das gehört zum schweren Schwierigkeitsmodus dazu, da bin ich mir sicher. Nein, das ist halt irgendein Fehler, wahrscheinlich mit Windows 10 oder so. Es sind halt auch einfach Spiele von 2004, ne? Das muss man sich immer bewusst machen und es ist überhaupt ein Wunder, dass wir die auf Windows 10 noch spielen können. Insofern ist es schon okay, wenn das mal abschmiert und Gott sei Dank haben wir ja in dem Spiel ziemlich oft eigentlich Speicherpunkte, nach jedem Rennen, nach jedem Tuning und so weiter. Nur wenn es halt im Rennen passiert, dann musst du neu fahren, da kommt nichts drum rum. Also zwei Dinge hätte ich jetzt gerne, erstens, wir gewinnen das Rennen und zweitens, es stürzt nicht ab und dann bin ich vollkommen zufrieden. Und dann haben wir diesen Part hier noch ordentlich zu Ende gebracht. Das wäre jetzt so mein Wunsch für heute, dann kann ich beruhigt schlafen. Gut, da in die Mitte zu fahren ist dann auch nochmal eine andere Sache, muss man nicht machen, ne? Kann man sich eigentlich sparen. Vor allem diese Abstürze hatte ich eigentlich, also in den ganzen ersten Parts, oh komm schon, in den ganzen ersten Parts hatte ich die so gut wie gar nicht und das kam jetzt zuletzt ein paar Mal. Ich weiß noch, dass LPN das auch hatte, ich weiß nicht, ob er es inzwischen gefixt hat, aber am Anfang hatte er das auf jeden Fall auch mit den Spielabstürzen. Habe ich auf jeden Fall bei ihm nur einige Parts reingeguckt und da hatte er auch öfters mal diese Need for Speed 2 Hexe, funktioniert nicht mehr. Ja. Gut, wie gesagt, kann am Windows 10 liegen. Ich weiß aber nicht, ob er es inzwischen gefixt hat. Wenn ja und wenn es bei mir öfter auftritt, dann werde ich ihn mal fragen, ob er da eine Lösung hat. Ansonsten ist es auch, es ist nicht so schlimm für mich. Ich komme damit klar, wenn ich so ein altes Spiel-Let's Play, dann rechne ich auch damit, dass es mal zu Problemen kommt. Und wie gesagt, dadurch, dass wir eh oft speichern, ist das schon okay. Aber es wäre halt gut, wenn es nicht dauerhaft passiert. Also ab und zu mal ist in Ordnung, da komme ich mit klar. Irgendwann, sage ich euch, es passiert dann irgendwann in einem Rennen, was richtig schwer ist, was wir schon zum 10. Mal fahren, wo ich dann zum ersten Mal vorne bin und dann stürzt es ab. Aber dann werde ich ausrasten, du. Dann werde ich ausrasten. Ich sag's euch.
Aber noch ist alles sehr entspannt. Kein Stress heute. Ich bin gut drauf und wir werden das jetzt hier gewinnen. Ohne Abstürze. Wir fahren einfach hier konzentriert hier, unser Ding runter. Ja, wir sind in der zweiten Runde, wir sind gut vorne, alles kein Problem. Hauptsache, wir nehmen uns keinen Verkehr mit. Ich sag euch ganz ehrlich, das ist das Einzige, was ich die... Also gut, habe ich letztens auch gesagt, dann haben wir ein Rennen verloren ohne Verkehr. Wir erinnern uns, aber ich meine generell, also das Einzige, was dich wirklich halt killt in diesem Spiel, ist der Verkehr. Wenn man Rennen verliert, dann in 90% der Fälle, weil du ein Auto mitnimmst, ne? Darf man echt nicht machen. So, wir fahren hier jetzt immer schön außen lang, weil dann kommen wir hier um die Kurve gut rum. Außerdem sieht man dann schon so ein bisschen um die Kurve, ob da Verkehr ist. Es macht einen dann auch ein bisschen paranoid nach ein paar Crashs, ne? Und ein bisschen, man wird ein bisschen vorsichtiger. Man fährt ein bisschen mehr so, dass man den Verkehr auch sieht. Aber so ein Tipp in der Handbremse in diesen steilen Serpentinenkurven, muss ich sagen, ist tatsächlich sehr effektiv. Einfach nur mal kurz antippen und du kommst viel besser um die steile Kurve. So, wir sind immer noch bequem vorne, so als wäre es ein einfaches Rennen gerade, so vom Gefühl her. Aber es kommt halt immer noch die dritte Runde und die kann halt wieder das Gegenteil dann bedeuten. Aber die fahren tatsächlich alle immer rechts lang, das ist unser Vorteil, da machen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Zeit gut. So, und jetzt geht's in die letzte Runde, wir sind vorne, wir haben Nitro. Eigentlich bin ich zuversichtlich. Ich bin eigentlich zuversichtlich. Ist die Frage, ob das gefährlich ist, zuversichtlich zu sein, ob das irgendwie bedeuten könnte, dass wir gleich doch noch Probleme kriegen, aber warum soll man denn nicht mal zuversichtlich sein, wenn es gut läuft eigentlich, ja? Oh, das war schon knapp da. Okay, das Spiel warnt mich schon. Das Spiel sagt mir schon, okay, sei nicht zu übermütig, mein Lieber, ne? Du weißt, ich habe die allmächtige Power, ja. Okay, wir sind vorsichtig. Wir wissen, wenn das Spiel uns das Genick brechen will, dann tut es das. Oh, das war ganz knapp, da wäre ich fast hängen geblieben, glaube ich. Da war nicht mehr viel. Na gut, aber alles ordentlich noch, alles ordentlich noch. Wir sind immer noch vorne. Kein Verkehr mitnehmen hier, alles entspannt, einfach runterfahren hier durch die Serpentinen. Ja, also die Serpentinen kann man auch schöner nehmen, aber ich sag mal mit ein bisschen Handbremse und so, wenn du hier schön weit innen lang fährst und direkt wieder Gas geben kannst, das ist schon nicht verkehrt. Ja, viel anders machen die das auch nicht. So, wir sind kurz vorm Ende und wir sind immer noch vorne. Das ist an sich ja schon mal ein gutes Zeichen. Heißt noch nichts, nee, aber ist ein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch bequem ins Ziel fahren und dann haben wir eigentlich gewonnen. Also es klingt einfach, ist aber in der Durchführung dann nicht ganz so einfach. Aber eigentlich, also außer einem Spielabsturz kann eigentlich jetzt nichts mehr passieren. Wir sind vorne und wir haben gewonnen. Und jetzt müssen wir einfach nur schnell speichern. 6 Minuten 29 dauert das verdammte Rennen, Mann. Und wir kriegen 0 Rufpunkte, obwohl ich sogar 4 Sekunden vor denen war. Ist das frech. So, schnell speichern. Ha, wir haben es geschafft. Rennen ist gespeichert. Chance auf Car Audio und Electronics Titelbild. Einer meiner Kontakte hat mich gerade angerufen, weil wohl ein Fotograf von Car Audio und Electronics in der Stadt ist und nach heißen Wagen für das nächste Titelbild sucht. Fahr zum Stern auf der Karte, ich melde mich wieder, wenn du da bist. Okay, machen wir, danke. Lass die anderen hinter dir und vielleicht ziehe dein Wagen bald die neue Car Audio und Electronics. Car Audio and Electronics, alles klar. Okay, Rennen doch noch geschafft. War ja nicht so schwierig, war nur ein bisschen mit den Abstößen ein bisschen komplizierter als gewollt. So, ich gucke mich immer um, weil hier sind auch oft Rennen gewesen schon in der Vergangenheit. Aber diesmal anscheinend keine versteckten Rennen hier, leider. Also hier, weißt du, hier in diesen Zwischenfeldern waren halt oft versteckte Rennen. Aber das ist halt auch, es ist halt wirklich einfach Raten, ne? Man fährt einfach rum und hofft, dass man Rennen findet. Und eigentlich ist die Chance relativ gering, wobei die ja mit den, hier ist ein Rennen, aber das ist wahrscheinlich auf der Karte, ne?
Nee, das ist nicht auf... Ja gut, jetzt reden wir gerade davon. Also, eigentlich ist die Chance relativ gering, solche Rennen zu finden. Aber ich glaube, mit den höheren Stufen, wir sind ja jetzt in Stufe 3 momentan, ich glaube, am Anfang hat man gar keine, dann hat man so ein paar und jetzt haben wir, glaube ich, schon 10 oder so auf der Karte. Das heißt, die Chance wird an sich auch größer, mal eins zu finden. Und hier haben wir noch einen Street Cross gefunden. 850 gibt's dafür. Hey Mann, nimm das hier als Einladung, mit uns ein paar heiße Runden zu drehen. Wir warten nicht ewig, also mach schnell. Fahren wir jetzt noch eben und dann machen wir Schluss. Okay, Deal? Für ein kleines Street Cross ist auf jeden Fall noch Zeit. Drei kleine Kleinwagen. Süß, süß, süß. Corsa, Peugeot, Golf. Alle nicht so richtig getuned ausnahmsweise mal, ne? Hier der Golf mit dem Spoiler hinten, aber ansonsten alle relativ Serie. Das ist auch selten. Hoffentlich haben die auch von der Leistung her eher Serie, weil dann machen wir die fertig. Na gut, also Lenkung haben sie anscheinend schon mal nicht. Handling Fehlanzeige. So, wir mussten uns mal eben von den beiden Gammlern da hinten absetzen und jetzt werden wir uns mal oben noch zum Corsa vorarbeiten. Ja, der Golf auch. Also Handling ist anscheinend für den Arsch bei dem. Keine Ahnung, was er da schon wieder fabriziert. Unser Handling dagegen ist richtig geil, Mann. Wir kommen gut in die Kurven, aber da vorne der Corsa oder was das ist, der zieht richtig böse um die Kurven. Also die Street Cross Rennen werden inzwischen auch schneller. Das finde ich eigentlich ganz geil. Wir sind inzwischen richtig mit Tempo unterwegs hier auf dem Schotter. Das macht auf jeden Fall Laune. Aber Tempo hin oder her, wenn man gedreht wird, dann ist vorbei. Okay, das müssen wir neu starten, da wurden wir gedreht. Ja, so ein Serien-Corsa C, Mann. Aber der hat uns halt, der hat halt unseren fetten Nissan hier fertig gemacht, Mann. Der ist einfach da vorne so krass um die Kurven gezirkelt. Der hat sich das nicht bieten lassen, dass wir über den geshit-talkt haben. Dabei geht mein Nissan so schön um die Kurven, aber es hat nicht gereicht, um damit zu gewinnen. So, aber der nimmt sich wieder jede Ecke mit da, der Golf, insofern... Sind wir jetzt mal vorne. Jetzt müssen wir nur den ersten Platz 4 Runden halten, dann ist alles wunderbar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Fan von der Handbremse in den Street-Cross-Rennen. Du kommst einfach viel schneller rum, als wenn du da anfängst irgendwie rumzukurbeln und auf die Bremse zu treten. Klar, hier in so großen Kurven, da lieber dann einfach ein bisschen lenken, weit außen reinfahren und so, aber in den ganz engen Kurven, da macht die Handbremse auf jeden Fall Sinn. Aber eine richtig geile Strecke auf jeden Fall. Die bockt richtig. Schön steile Kurven, schön weite Kurven. Geile Strecke. Und jetzt sind wir auch mal gut vorne hier. Also ich denke, gegen Ali, Julian und Markus sollten wir das gewinnen können. Und das läuft gerade richtig gut. Die Kurven nehmen wir ordentlich. Schön flott unterwegs. Und damit gewinnen wir das natürlich auch und wir sollten eigentlich sogar Ruf kriegen. Wir hatten gut Abstand, 3 Sekunden oder so. Also wenn wir da keinen Ruf kriegen, ja, 200. 850 Geld, perfekt. Richtig geile Rennen sind wir gefahren. Ein bisschen mit Abstürzen zu kämpfen gehabt, aber am Ende hat ja alles geklappt. Wir haben neue Teile, Carbon-Teile oben, Carbon-Teile hinten, neue Markennamen auf dem Auto drauf. Ich bin wieder sehr zufrieden, wie das alles gelaufen ist und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mal dabei. In Part Nummer 10, dann sind wir nämlich schon zweistellig und machen hier flott weiter mit Street Cross, sollten wir mal fahren und was sich so anbietet. Ich bin raus der Wale, vielen Dank fürs Zuschauen, bye bye.